Ich möchte euch von meiner Seite zunächst einmal ganz herzlich willkommen heißen, euch einen gesegneten Sabbat wünschen. Ich freue mich, dass ihr trotz Schnee und glatten Straßen den Weg hierher gefunden habt. Das ist keine Selbstverständlichkeit, dass ihr wohlbehalten hier angekommen seid. Und es freut mich besonders, dass wir jetzt auch dieses Lektionsgespräch haben können. Ich möchte mich auch ganz herzlich bei den Musikern bedanken. Ich habe mich sehr über die schöne Musik gefreut und auch über die helle Trompetenstimme, die erklungen ist, während wir gesungen haben. Wir haben, wie Bruder Gelbrich das eben angekündigt hat, die Gelegenheit, hier ein Lektionsgespräch zu haben. Es ist zugegebenerweise etwas anders und wie ihr an manchen Reaktionen gemerkt habt, auch spontan. Das heißt, die Antworten, die ihr hören werdet, sind wirkliche Antworten, die nicht vorher vorbereitet wurden. Und keiner der Teilnehmer hier kennt meine Fragen. Und das wird eine interessante Gesprächsrunde ermöglichen. Der Wunsch war, dass wir im Rahmen dieses Sabbatschulgesprächs, an dem ihr aktiv teilnehmt und zuhört, die Thematik dieser Konferenz noch einmal aufgreifen und durch verschiedene Fragen vertiefen. Nun, weil nicht alle gestern Abend schon hier sein konnten, möchte ich an der Stelle ganz kurz die Personen hier vorne auf der Bühne vorstellen. Zu meiner Rechten sitzt Winfried Vogel, zu meiner Linken ist Dr. Alberto Timm. Er kommt aus Südamerika, aus Brasilien ursprünglich. Er war lange Zeit dort Leiter des Ellen White Estates in der südamerikanischen Division und war auch verantwortlich für die gesamte theologische Ausbildung in der südamerikanischen Division und ist seit kurzem in Washington D.C. an der Generalkonferenz dort einer der beigeordneten Leiter des Ellen White Estates. Dann haben wir Johannes Koletzki, der so nett ist, um hier beim Übersetzen zu helfen. Und ganz zu meiner Linken ist Dr. Fernando Canale. Auch er kommt ursprünglich aus Südamerika, aus Argentinien und lebt seit vielen Jahren an der Andrews-Universität und ist dort Professor für systematische Theologie. Die Frage, mit der ich anfangen möchte, ist folgende. Und ich habe keine besondere Person im Auge. Wer immer sich gedrungen fühlt zu antworten, der darf das gerne tun. Ihr könnt auf Deutsch reden, soweit euch das möglich ist. Und ansonsten werden wir das selbstverständlich auch übersetzen. Gestern Abend haben wir als Einleitung in diese Thematik Pluralismus, Vielfalt, Einheit in der Bibel von Bruder Biro gehört, dass es in der Natur vielfältige Unterschiede gibt. Ich möchte diesen Gedanken ein Stück weit weiterführen. Wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann stellen wir fest, dass im Neuen Testament Gott uns in der Gemeinde viele Geistesgaben gegeben hat, nicht nur eine. Wir lesen im Neuen Testament von der Frucht des Geistes, die verschiedene Aspekte beinhaltet. Wir sehen, dass Gott ein Gott ist, der die Vielfalt liebt und schätzt. Und meine Frage an euch ist jetzt ganz einfach: Sollten wir deshalb nicht dankbar sein für die vielen Unterschiede? Ist Pluralismus nicht eine Bereicherung für die Gemeinde, wie manche meinen, oder ist das eine Bedrohung für uns als Gemeinde? It's interesting that this afternoon I will address a little bit this topic. Yeah. Aber wir werden ja noch heute Nachmittag über dieses interessante Thema sprechen. And just before I came, I did some research on Ellen White on the use of a sentence or an expression, unity in diversity. Und bevor ich hierher kam, habe ich mal bei Ellen White nachgeforscht und einen bestimmten Ausdruck bei ihr untersucht, nämlich Einheit in Vielfalt. And she speaks several times that we don't need to have uniformity. Und sie sagt an mehreren Stellen, dass wir keine Uniformität brauchen, but unity in diversity, sondern Einheit in Vielfalt. So does it mean that really we can have different kinds of beliefs within the church? Aber heißt das jetzt, dass jeder das glauben kann, was er möchte in der Gemeinde?
consistently she reflects the thought of 1 Corinthians. Sie weist immer wieder auf den Gedanken aus 1. Korinther hin, that there is a diversity of gifts, talents and services. Dass es tatsächlich eine Vielfalt gibt von Gaben, Talenten und Diensten. And even personalities and characters. Personalities und auch and characters. Unterschiedliche Persönlichkeiten und Charaktere. But never of belief or doctrine. Aber niemals betrifft das den Glauben. So this diversity is a blessing for the church. Also die Vielfalt ist ein Segen für die Gemeinde. But we cannot bring it over to belief. Aber das können wir nicht übertragen auf den Bereich der Glaubensüberzeugungen. The very same book of 1 Corinthians, im selben Buch, 1. Korintherbrief, that in chapter 12 speaks of this diversity, wo in Kapitel 12 die Vielfalt behandelt wird, in chapter 1 verse 10 also says that we should all believe the same. Sagt in Kapitel 1 Vers 10 auch, dass wir im Glauben eins sein sollten, das gleiche Glauben. And we should not be divided in our beliefs. Also dass da keine Trennung herrschen sollte, wenn es zum Glauben kommt. Herzlichen Dank. Du sagst also, es ist ein Unterschied zwischen der Vielfalt der Gaben und der Talente und der Einheit im Glauben. Wollt ihr vielleicht noch was ergänzend dazu sagen? Ich denke, wir müssen genau sauber unterscheiden zwischen Pluralität und Pluralismus. Pluralität ist Gott gegeben in vielen, vielen Bereichen. Der Pluralismus ist eine Philosophie, die davon ausgeht, dass viele Wahrheiten gleichberechtigt nebeneinander stehen und keine hat irgendeinen Vorrang. Auch die biblische Wahrheit hat damit dann keinen Vorrang mehr. Diese Philosophie ist abzulehnen, weil sie zu weiteren anderen Folgen führt, die ich heute noch ausführen werde. Aber ich denke, wir müssen genau unterscheiden, die Vielfalt, die zu begrüßen ist, und diese Philosophie des Pluralismus, die den Anspruch erhebt, dass keine Wahrheit tatsächlich die richtige ist, sondern alle sind richtig für den, der sie halt glaubt. Da möchte ich doch gleich einhaken, weil du das Stichwort Wahrheit hier ins Spiel bringst. Wie ist denn das mit der Wahrheit? Gibt es die Wahrheit Singular oder gibt es viele Wahrheiten Plural? Oder salopper ausgedrückt, hat nicht jeder seine eigene Wahrheit für sich? Das mag wahr sein für dich. Was für dich wahr ist, das ist für mich noch lange nicht wahr. Ich sehe das ganz anders. Also gibt es die eine Wahrheit oder gibt es nicht vielmehr viele unterschiedliche Wahrheiten? Well, it's my turn, right? Ich glaube, jetzt bin ich dran, oder? At this point, I think we arrived to the appropriation of truth, in which we have to relate to something that is outside of ourselves. Ich glaube, es geht hier darum, wie können wir uns Wahrheit aneignen? Und da müssen wir uns auf etwas beziehen, was außerhalb von uns liegt. So, what is truth now for all of you? Also, was ist Wahrheit jetzt für uns alle? About what is happening now? Was passiert hier? There is only one panel. Es gibt hier nur eine Runde. There is only, well, there are many voices, but each one of us speaks with one voice. Ja, es gibt auch schon viele Stimmen, aber jeder von uns Einzelne, jeder Einzelne spricht mit einer Stimme. So, how many speeches I am making? Also, one or 2,000? Also wie viele Reden halte ich? Eine oder Tausende? If I were to ask each one of you, what is the truth of what we said? Wenn ich jetzt jedem von euch die Frage stellen würde, was ist die Wahrheit von dem, was wir gesagt haben? I will have many versions. Dann würde jeder seine eigene Version haben. When I preach a sermon and I am greeted at the door, wenn ich eine Predigt halte und dann verabschiede ich die Leute an der Tür, and I hear the comments of those that listen to my sermon,
Und dann höre ich die Kommentare von denen, die mir zugehört haben in der Predigt. They thank me for things that I never said. Sie bedanken sich dann für etwas, was ich nie gesagt habe. But were very helpful for them. Aber was ihnen sehr geholfen hat. So my point in here is that there are many Christs because all of us are coming to know him from our own limited experience. Also was ich sagen möchte, in gewisser Weise gibt es viele Christusse, weil jeder von uns auf seine individuelle Art Erfahrungen mit ihm macht. But there is only one Christ. Und trotzdem gibt es nur einen Christus. And all of us have to listen to this one Christ. Und jeder von uns muss auf diesen einen Christus hören. So when I listen to him and I disagree with what he is saying about Christ. Also wenn ich ihm zuhöre und bin ich einverstanden mit dem, was er über Christus sagt, I have not to decide whether he is right or I am right. Dann geht's nicht um die Frage, hat er jetzt recht oder habe ich recht? I have to come back to Christ to check it out. Sondern dann muss ich zu Christus gehen und das Ganze prüfen. And he has to do the same thing. Und er muss das Gleiche tun. And then we have to talk again. Und dann müssen wir wieder reden. Maybe the thing was solved. Dann ist vielleicht die Sache gelöst. But then if it is not, then we have to do this over and over again. Until we actually come closer to the one, and then we will come closer to each other. Aber wenn die Sache trotzdem nicht gelöst ist, dann müssen wir das noch einmal tun und immer wieder tun, zu Christus gehen, so lange bis Einheit und Harmonie entstehen. So there is only one source of truth. Es gibt also nur eine Wahrheitsquelle. And that cannot be changed. Und die ist unveränderlich. It is the same for all of us. Die ist für uns alle gleich. And that's the revelation of Christ in the Bible. Und das ist die Offenbarung Jesu Christi in der Bibel. But the truth also has to do with my getting to retrieve that and making it my own experience, and maybe we have to make this distinction. Aber Wahrheit hat natürlich auch etwas damit zu tun, wie ich selber in diesem Bereich vordringe und wie ich das persönlich erfahre und erlebe. Und diese zwei Bereiche müssten wir unterscheiden. Danke für diese Perspektive. Ich sehe, da sind noch andere Gedanken, die dazu geäußert werden wollen. Bitte. It's interesting that when in 89, when I went to Andrews to study, I attended, oh sorry, I have to speak to you, yes. In 89, when I went to Andrews for the doctoral program, yeah. 1989, als ich auf die Andrews Universität ging für das Doktorprogramm, I joined ATS. Da bin ich Mitglied von ATS geworden. And then I attended a meeting. Und habe eine Versammlung besucht. Of a visitor professor that came. Da war ein Professor zu Besuch. And his Sabbath morning sermon was titled The Blessing of Pluralism. Und der Titel seiner Predigt am Sabbat war Der Segen des Pluralismus. And the Sabbath afternoon he spoke very strongly against ATS, the conservative branch of the church. Und am Sabbatnachmittag hat er sich dann sehr deutlich gegen ATS ausgesprochen, und das ist ja ein konservativer Zweig unserer Gemeinschaft. And during the week I met a famous professor. Während der Woche habe ich dann einen berühmten Professor getroffen. And he asked me, did you attend those meetings? Und er hat mich gefragt, warst du auf diesen Versammlungen? And I said yes. Ich sagte ja. And what's your reaction? Und wie fandest du es? Well, I got somewhat confused. Und ich sagte, also mich hat das irgendwie durcheinander gebracht. Because in the Sabbath morning he spoke about the blessing of pluralism. Denn am Sabbat früh hat er gesprochen über den Segen des Pluralismus. And I understood that if he was an actual pluralist. Und nach meinem Verständnis, wenn er wirklich ein Pluralist wäre, he would accept everybody's thought. Dann müsste er doch die Gedanken eines jeden Menschen akzeptieren. And then the professor said. Und dann sagte der Professor. There is no pluralism. Es gibt keinen Pluralismus. Pluralism is a label I use. Pluralismus, das ist nur ein Etikett. To get room for my ideas. Um Platz zu schaffen für meine Vorstellungen. But when my ideas are accepted, aber wenn meine Vorstellungen akzeptiert werden, I become so intolerant about the views of others. Dann, dann werde ich plötzlich sehr intolerant gegenüber den Ansichten anderer. And I have trying to watch this thing happen, and it happens over and over again. Und ich habe beobachtet, dass genau das immer wieder passiert.
Danke, das ist eine interessante Erfahrung, die du uns aus deinem Leben geschildert hast. Wolltest du noch was ergänzen, Winfried? Also was ich jetzt sage, ist Spekulation, aber vielleicht hilft uns das Bild, das ein bisschen besser zu verstehen. Ich versuche mir vorzustellen, wie im Himmel darüber gesprochen wurde, dass Gott vorhat, sich selbst und seine Wahrheit den Menschen zu offenbaren. Ich kann mir gut vorstellen, dass dort Einwände gekommen sind mit dem Argument, bist du dir sicher, Gott, dass du das riskieren willst? Wie gehen die Menschen dann damit um? Und am Ende wird es so herauskommen, dass jeder denkt, er hat die Wahrheit, aber es ist nicht deine Wahrheit. Und Gott hat ein schlagendes Argument gegen diese Einwände gehabt. Und das ist das Wirken des Heiligen Geistes. Es ist tatsächlich so, es gibt eine Wahrheit und diese Wahrheit ist in Gott. Die können wir nicht einfach so haben, sondern die können wir uns nur schenken lassen. Und das ist das Wunder der Gemeinde, dass der Heilige Geist, nach dem, was Jesus uns verheißen hat, uns in die Wahrheit einführt. Das ist eine Initiation. Das kann ich nicht machen. Das kann ich nicht einfach haben wollen, sondern das kann ich mir nur schenken lassen. Und dass es dann, ich sage jetzt mal, 17 Millionen Adventisten auf der Welt gibt, nur um ein Beispiel zu nennen, die sich einig geworden sind, das ist tatsächlich die Überzeugung, die wir gewonnen haben. Das kann ich nicht anders als ein Wunder des Heiligen Geistes bezeichnen. Das ist ein sehr interessanter Gedanke, den du hier ins Spiel bringst, dass Gott durch seinen Heiligen Geist selber am Wirken ist, diese Wahrheit zu erkennen und diese Wahrheit auch zu akzeptieren und sie auch zu befolgen. Und ich würde vielleicht noch ergänzen zu dem, was du sagst, Gott hat uns durch seinen Geist nicht nur die Möglichkeit gegeben, Wahrheit zu erkennen, er hat Wahrheit auch offenbart durch seinen Geist. Und diese Wahrheit ist auch niedergeschrieben und uns verfügbar in seinem Wort. Und ich denke, der Geist Gottes wird nie gegen dieses Wort Gottes führen in der Erkenntnis der Wahrheit, sondern immer durch und mit dem Wort Gottes uns in tiefere Erkenntnis dieser göttlichen Wahrheit einführen. Das ist auch die entscheidende Kombination, dass der Heilige Geist Menschen inspiriert hat, Dinge aufzuschreiben, die wir nachlesen können. Aber er hat uns dann auch die Möglichkeit gegeben, durch den Heiligen Geist zu verstehen, was gesagt wurde. Und wir wissen ja, wie viel Unfug auch mit der Bibel getrieben wird, dass Menschen unsinnige Ideen aus der Bibel entnehmen. Und wir können uns immer nur auf das Wirken des Heiligen Geistes berufen, der uns hilft, es gemeinsam so zu verstehen, wie, wir müssen es vorsichtig ausdrücken, hoffentlich Gott sich gedacht hat. Ich möchte noch mal ganz kurz, ich möchte gleich auf einen weiteren Gedanken eingehen, der mir kommt, wenn ich das so höre. Aber bevor ich das mache, vielleicht noch einen ergänzenden Gedanken hier weitergeben zu der Frage, die ich eingangs gestellt habe. Hat nicht jeder seine eigene individuelle Wahrheit? Wir haben jetzt von dem Referenten gehört, nein, es gibt eine Wahrheit. Diese Wahrheit ist offenbart, diese Wahrheit ist verbindlich, sie kann auch erkannt werden. Und ich glaube, dass diese sehr weit verbreitete, populäre Meinung, die in unserer Zeit durch viele Köpfe geistert, jeder hat seine eigene individuelle Wahrheit, es gibt viele Wahrheiten, nicht wirklich durchzuhalten ist. Das geht so lange gut, wie das, was ich als Wahrheit postuliere, nicht wirklich existenziell wichtig ist für mich. Aber in dem Moment, wo etwas mich in meiner Existenz betrifft, wird keiner von uns, das wage ich zu behaupten, so reden. Ich gebe zwei kleine Beispiele. Keiner würde sagen, wenn man ein gesteigertes Empfinden der Nächstenliebe für eine andere Person hat, wenn man verliebt ist, dass man sagt, oh, ich bin verliebt in diese Person. Liebt sie mich? Ich liebe sie, aber sie hat vielleicht eine ganz andere Vorstellung. Ob sie mich liebt oder nicht, das ist ihre Wahrheit. Ob ich sie liebe oder nicht, das ist meine Wahrheit. Jeder, der Liebe kennt, wird nie so reden können, als ob das beliebig ist und für jeden anders ist.
ein anderes Beispiel. Wenn ich zur Bank gehe und Geld in die Bank deponiere und die Bank einen Buchungsfehler macht und die 3.000 Euro, die ich eingezahlt habe, sich nicht auf meinem Konto wiederfinden, dann wird wohl schwerlich irgendjemand sagen, ach, das ist deine Sicht der Wahrheit, meine Sicht der Wahrheit ist eine ganz andere. Es ist ein großer Unterschied, ob ich am Ende des Monats noch Geld habe oder ob am Ende des Geldes noch Monat übrig ist. Und in diesen existenziellen Fragen glaubt jeder und handelt jeder von uns so, als ob es nur eine verbindliche Wahrheit gibt, an der wir uns orientieren, und die ist nicht beliebig. Das nur als kleine Ergänzung. Ich möchte nochmal zurückkommen auf das, was vorhin angeklungen ist in verschiedenen Aussagen. Ja, Gott hat sich offenbart, er hat sich mitgeteilt, wir können das wissen. Aber können wir selbst, das wäre jetzt eine erkenntnistheoretische Frage, die ich stelle, können wir selbst diese eine Wahrheit tatsächlich richtig und vollkommen erkennen? Ein Bild, das häufig verwendet wird in bestimmten Kreisen, um diese Sicht zu diskreditieren, ist, man stelle sich vor, hier sind verschiedene blinde Männer, die alle vor einem Elefanten stehen, und jeder dieser Männer betastet diesen Elefanten, der eine den Rüssel, und er kommt zu ganz anderen Ergebnissen, was das wohl sein kann. Der andere fasst die dicken Beine an und kommt zu einer ganz anderen Schlussfolgerung, was da vor ihm steht. Und der andere, der tätschelt an den Ohren rum und merkt, da ist was ganz Dünnes und Weiches und kommt zu einer ganz anderen Schlussfolgerung. Können wir, das ist meine Frage, tatsächlich Wahrheit richtig erkennen? Oder sind wir hier nicht eingeschränkt und subjektiv in unserer Wahrnehmung? Es gibt einen ganz einfachen Einwurf gegen dieses buddhistische Gleichnis vom Elefanten. Das Problem ist, dass die Blinden nicht miteinander geredet haben. Wenn sie miteinander geredet hätten, wären sie vielleicht darauf gekommen, dass es hier eine Synthese ihrer Erkenntnisse gibt. Aber das nur nebenbei. Ich bin überzeugt davon, dass wir, das sagt auch die Bibel, das sagt Paulus, dass wir nie an den Punkt kommen, wo wir sagen, wir haben die Wahrheit vollkommen erkannt. Es wird immer Stückwerk sein, weil wir sind hier in der Endlichkeit, wir sind Sünder, wir sind Menschen mit begrenzten Erkenntnismöglichkeiten. Und doch hat uns Gott die Möglichkeit geschenkt, so viel zu erkennen, wie wir brauchen, um erstens Erlösung annehmen zu können, um zu verstehen, was Gott von uns erwartet, was er uns schenkt, und zweitens, um auch untereinander uns so austauschen zu können, dass wir erkennen, wir haben gemeinsam eine Wahrheit erkannt, nämlich die Wahrheit Gottes erkannt, die uns hilft, unser Leben auf dieser Erde zu führen in der Vorbereitung auf die Wiederkunft. Danke. Wollt ihr noch was ergänzen, bitte? Yes. Oh. When we think about truth, I think truth about what? Wenn wir über Wahrheit nachdenken, dann frage ich mich, Wahrheit worüber? So what we are talking about here is truth about God. Wir sprechen hier über Wahrheit über Gott. And so we have God and then we have the truth. So the truth is what I think about God. God is God. Wir haben also Gott, und die Wahrheit ist das, was ich über Gott glaube, was ich für richtig halte. So truth is a characteristic of my thought, my statements about something that is real, which is outside of me, which is God. Also in dem Moment wird Wahrheit zu etwas, das beschreibt mein Denken, meine Vorstellung über etwas, was real ist und außerhalb von mir, nämlich Gott. If instead of the truth being about God, it will be about the chair. Wenn jetzt die Wahrheit nicht von Gott handeln würde, sondern über den Stuhl. And we will have diversity. Und wir hätten eine Meinungsverschiedenheit about oder Vielfalt. About what the chair is. Darüber, was der Stuhl ist. The truth about the chair is. Die Wahrheit oder was die Wahrheit über den Stuhl ist. And we have a disagreement. Und wir sind uns nicht einig. We will not say, okay, your truth is as good as mine, like Frank was saying. Dann würden wir auch nicht sagen, naja, du hast genauso recht wie ich. We know how this is going to be solved.
Frank gesagt hat, sondern wir werden versuchen, das zu lösen. We both go to the chair, check it out, and then we agree. Indem wir einfach beide zum Stuhl hingehen und das Ganze prüfen und dann kommen wir zur Einheit. It's very easy. Das ist ganz einfach. What about God? Wie ist das bei Gott? Well, we cannot go to God as we go to the chair, right? Naja, wir können zu Gott nicht gehen, so wie zu einem Stuhl, richtig? That's the big difference. Das ist der große Unterschied. So the big difference is the distance between us and God. Also der Unterschied ist die große Entfernung zwischen uns und Gott. Which begs the question of how do we know God? Und das führt zu der Frage, wie können wir denn etwas über Gott wissen? Which means what is the source that gives us knowledge about God? Und das heißt, wo ist die Quelle, die uns Erkenntnis geben kann über Gott? And when we ask that question and go to history, wenn wir diese Frage stellen und in die Geschichte schauen, we see that Christians have had pluralism of sources that they use to know God. Dann sehen wir, dass im Christentum es einen Pluralismus an Quellen gab, die man benutzt hat, um Gott kennenzulernen. It was the Bible and creation. Das war nämlich die Bibel und die Schöpfung. And creation had many things. Und die Schöpfung besteht aus vielen Dingen. So there are many sources that somebody could check to know God. Das heißt, da gab es viele Quellen, aus denen man schöpfen konnte für Gottes Erkenntnis. The Bible was only one of them. Die Bibel war nur eine. So you see, before we start talking about this issue, we have to make an agreement among ourselves, what would be the sources that we will consult when we have a disagreement about our views. Also wenn wir über dieses Thema diskutieren, dann müssen wir uns eigentlich vorher einigen, welche Quellen wollen wir überhaupt benutzen, die uns helfen können, Meinungsunterschiede zu lösen. So, if we have a disagreement, wenn wir also nicht übereinstimmen, and I go and check our disagreement in this source, and he goes and check it in another source, we will continue to be in disagreement forever. Und ich gehe dann zu der einen Quelle, um das zu überprüfen, und er zu der anderen, dann wird unsere Verschiedenheit immer bestehen bleiben. Besides, the Bible is very clear. Außerdem ist die Bibel sehr klar. But nature is very unclear about God. Aber die Natur ist nicht sehr deutlich über Gott. And on top of that, und dazu kommt, Christians in general have given more weight to nature than to the Bible. Dass die Christen in der Regel sich stärker auf die Natur bezogen haben als auf die Bibel. And so they do not have a way to come to one source on which they can solve their disagreements. Und deswegen ist es für sie so schwer, Meinungsunterschiede auch aufzulösen. So of late they had decided that the Bible has to be put out and the only source is nature. Und die jüngste Entwicklung ist eigentlich, dass man sich entschieden hat, nun die Bibel spielt eigentlich keine Rolle mehr und unsere Erkenntnisquelle ist die Natur. And with that source you cannot check any differences of our truth. Aber wenn das in dieser Situation ist es unmöglich, dass wir Unterschiede in unseren Meinungen auflösen. And so you have to say that pluralism is the truth. Und dann muss man sagen, ja, Pluralismus ist die letzte Wahrheit. The only way not to have this pluralism is to have a God that speaks in the Bible. Und die einzige Möglichkeit, diesen Pluralismus aus dem Weg zu gehen, ihn aufzulösen, ist, dass wir sagen, wir halten uns an die Bibel, denn dort hat Gott gesprochen. This is our major claim as Seventh-day Adventists. Und das ist ein wesentliches Standbein, das Fundament für uns als Siebenten-Tags-Adventisten. An der Länge der Antworten erkennt ihr schon, dass wir hier einen Professor mit auf der Bühne haben. Aber du wolltest auch noch was sagen, Alberto. So I think that the point is that should be made is that the problem is not with truth, but with our understanding of truth. Ich glaube, der Punkt, den wir hier verstehen sollten, ist, dass das Problem gar nicht bei der Wahrheit liegt, sondern bei unserem Verstehen der Wahrheit. The truth will remain as truth, even if we disagree. Die Wahrheit bleibt Wahrheit, selbst wenn wir Meinungsunterschiede haben. And as somebody taught me some years ago. Und wie mir jemand gesagt hat vor einigen Jahren, that truth is not decided by the vote of the majority.
Wahrheit ist nicht eine Frage der Mehrheitsentscheidungen. That will just express our understanding of it. Das ist einfach ein Ausdruck dessen, wie wir Wahrheit verstehen. But the analogy of the elephant. Aber zu dieser Analogie mit dem Elefanten. I don't think in regard to the Bible truth or to our understanding of God we are like those that are touching the elephant. Ich glaube, wenn es um die Wahrheit geht, die wir aus der Bibel entnehmen können, dann sind wir nicht vergleichbar mit den Leuten, die den Elefanten betastet haben. Because we have the word of the Spirit that's working and opening our eyes. Denn wir haben ja neben dem Wort auch den Heiligen Geist, der an uns wirkt und uns die Augen öffnet. And Jesus spoke about the work of the Spirit in John 16, 13. Jesus hat das Wirken des Geistes beschrieben in Johannes 16, Vers 13. Then when the Spirit of truth would come, dass wenn der Heilige Geist kommen wird, he would guide us into all truth. Dass er uns in alle Wahrheit führen würde. So there is a, I think that there is a tension between the ideal and the reality. Natürlich gibt es eine Spannung, meine ich, zwischen dem Ideal und der Realität. The ideal is that I should know all the truth. Das Ideal ist, dass wir alle Wahrheit kennen. But as a creature, aber als Geschöpfe and fallen human being, und auch als gefallene Menschen, I will never be able to reach that level. Werden wir diese Ebene niemals erreichen. But even so, I should go towards that ideal. Aber dennoch sollten wir uns darauf zubewegen, auf das Ideal. And since God is just one, und weil Gott nur einer ist, I don't think that he, the expression of truth would be contra, would have different contra, contradictions or whatever you want to call it. Denke ich, dass auch der Ausdruck der Wahrheit, dass es da nur eine Wahrheit gibt und nicht Widersprüche. Vielen Dank. Ich möchte es vielleicht ganz kurz ergänzen durch ein Wort, das der Apostel Paulus im 1. Korintherbrief geschrieben hat, ein bemerkenswertes Wort in 1. Korinther 10, Vers 15. Das erhärtet, was eben von Alberto Tim gesagt wurde. Da sagt der Paulus, ich rede doch zu verständigen Menschen, beurteilt ihr, was ich sage. Und das ist das generelle Bild, das wir in der ganzen Bibel bekommen, im Neuen Testament. Wenn immer Jesus redet, redet er in einer Art und Weise, dass er voraussetzt, dass wir Menschen verstehen können, was er sagt und das richtig beurteilen können. Und Paulus offensichtlich hat eine ähnliche Einstellung. Du wolltest vielleicht noch etwas sagen. Ich meine, ich habe jetzt viele Jahre diese internationalen Theologentagungen besucht, wo Tausende von Theologen zusammenkommen aus allen möglichen Denominationen und Kirchen. Und da fällt mir immer, und die bemühen sich alle darum, Erkenntnis zu gewinnen, auch über die Bibel. Aber da denke ich immer an das Wort in 2. Thessalonicher, was der Paulus dort sagt, und es fasziniert mich immer wieder neu. Er spricht dort von der Liebe zur Wahrheit. Er sagt, diejenigen, die verführt werden oder die von Satan hier in die Irre geführt werden, die haben die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen. Ich lese in 2. Thessalonicher 2 und dort Vers 10. Die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, dass sie gerettet würden. Und im weiteren Verlauf spricht er dann immer wieder vom Glauben an die Wahrheit, vom Vertrauen an die Wahrheit. Und das, glaube ich, ist das Entscheidende. Und da sehe ich für mich persönlich, dass ich das geschenkt bekomme. Ich kann das nicht machen, auch mit meinen größten Verstandeskräften. Ja, die helfen mir, dass ich Erkenntnis gewinne. Aber wenn ich die Liebe, die grundsätzliche Liebe zur Wahrheit und das Vertrauen nicht habe, dann wird es mir verschlossen bleiben. Mhm. Danke euch für eure Einsichten. Gedanken, die uns weiter anregen, das zu reflektieren. Ich möchte das Gespräch noch in eine etwas andere Richtung lenken und euch folgende Frage stellen. Wir sind uns alle einig, es gibt nur eine Wahrheit und wir gehören auch zu einer Religion, die monotheistisch ist, wie verschiedene andere monotheistische Religionen auch. Und meine Frage ist folgende. Führt der Monotheismus, dieser exklusive Wahrheitsanspruch, nicht notwendigerweise zu Konflikten, zur Ausgrenzung und schlussendlich auch zur Intoleranz? Stichwort Fundamentalismus. Egal, ob das jetzt
islamischer Fundamentalismus ist, christlicher Fundamentalismus, jüdischer Fundamentalismus. Das ist doch immer intolerant und alle gehen von dieser absoluten Wahrheit aus. Führt das nicht zu einem Konflikt, der vorprogrammiert ist mit der Sache an sich? Ist der Pluralismus da nicht viel friedfertiger? Ich würde das gerne glauben, dass es so ist, aber es entspricht nicht den Tatsachen. Das ist ja das große Problem des Pluralismus und des Relativismus. Ich werde später noch darauf eingehen, dass der Relativismus ja eigentlich der Nährboden ist für den Pluralismus. Alles ist relativ. Aber das Problem ist, dass dieser Pluralismus absolut gesetzt wird und selber dann ausgrenzend ist. Und man muss nur mal erlebt haben, wie Personen reagieren, die das so vertreten, wenn sie dann von jemand hören, es gibt tatsächlich eine Wahrheit. Diese Menschen können sehr, sehr ungemütlich werden und sehr unfreundlich werden. Und das zeigt mir einfach, dass hier ein Problem vorliegt. Also friedfertig ist es nicht unbedingt, obwohl ich nicht ausschließen will, dass es auch Menschen gibt, die einen Pluralismus sehr friedfertig vertreten. Aber letztlich müssen sie es ja zum Absoluten erheben, sonst fällt ja der Pluralismus auch wieder in sich zusammen. Ja, danke. Bitte. One of the principles of answering questions, ein Prinzip, wenn man Fragen beantwortet, is if the question misleads you first, you correct the question before you answer it. Ist, dass wenn die Frage in die Irre führt, man erst die Frage korrigieren muss vor der Antwort. I'm not saying that you are putting us into a trap. Ich möchte damit nicht sagen, dass du uns eine Fangfrage gestellt hast. Hilf uns hier weiter. But some people ask the question, are you a fundamentalist or a pluralist? Aber manche Leute stellen die Fragen, bist du Fundamentalist oder Pluralist? This is an artificial question. Das ist eine künstliche Frage. Those are not the only two options. Das sind ja nicht die einzigen zwei Möglichkeiten. I think that the true alternative to fundamentalism that has this kind of rigid way to misbehave other people. Und ich denke, die eigentliche Alternative zum Fundamentalismus, wo eben sehr, sehr hart und sehr streng umgegangen wird mit Menschen, is not pluralism, but ist, humbleness. Ist nicht der Pluralismus, sondern die Demut. It's interesting that it's not so difficult to see or to identify through sanctification. Es ist eigentlich gar nicht schwer, wahre Heiligung zu erkennen. Today we are struggling as a church a lot with independent ministries. Heute als Gemeinde haben wir viele Mühen, viele Probleme mit unabhängigen Missionswerken. That are building a church within the church. Die in der Gemeinde eine zweite Gemeinde bauen. So you have to leave the church to build up a most holy community. Das heißt, man muss eigentlich sich aus der Gemeinde zurückziehen und eine eigene Gemeinschaft gründen, die dann ganz heilig ist. The understanding of perfection or sanctification makes them more proud. Ihr Verständnis von Heiligung oder auch von Vollkommenheit führt zum Stolz. They would never pray like Moses and Daniel. Sie würden niemals beten wie Mose oder Daniel. We sinned. We sinned. Wir haben gesündigt. No, they Nein. would say they sinned. Nein, sie würden sagen, die haben gesündigt. And so we cannot be with them. Und deswegen können wir mit ihnen nicht zusammen sein. And Ellen White has understanding of perfection and sanctification. Aber das Verständnis von Ellen White von Heiligung und Vollkommenheit the closer I come to Jesus, ist, dass je näher ich Jesus komme, the more humble I become. Desto demütiger werde ich. So I think that's the alternative to fundamentalism. Und ich denke, das ist die wahre Alternative zum Fundamentalismus. Vielen Dank, Alberto. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den du uns hier ans Herz legst und der es wert ist, weiter bedacht zu werden. Ich möchte unser Gespräch, es gibt so viele Gedanken, die mir kommen, wenn ich euch reden höre, über die man weiter nachdenken könnte. Aber ich möchte vielleicht zum Schluss unseres Sabbatschulgesprächs hier nochmal einen weiteren Aspekt
anschneiden, der mit dem zu tun hat, worüber wir gerade gesprochen haben. Stichwort Toleranz und Wahrheit. Und meine Frage ist eine ganz praktische Frage. Was würdet ihr vorschlagen, was würdet ihr sagen, wie sollten wir mit anders denkenden Menschen umgehen, die unsere Sicht der Wahrheit, die unsere Position nicht teilen, die offensichtlich etwas ganz anderes vertreten, die aber vielleicht trotzdem Geschwister in der Gemeinde sind, Bruder und Schwester, mit der wir uns Sabbat für Sabbat sehen, zusammenarbeiten. Wie können wir hier Wahrheit und Toleranz miteinander verbinden, oder ist das überhaupt nicht möglich? Well, I think that if we go to the Bible, ich denke, wenn wir die Bibel aufschlagen, know Christ, we can see that he died for everyone. He accepted everyone. Und wir, dann sehen wir, dass Christus für alle gestorben ist. Er hat alle akzeptiert. Of course, not everyone accepts him. Natürlich nimmt nicht jeder ihn an, but he accepted everyone. Aber er hat sie angenommen. He will not save everyone. Er wird nicht jeden retten, but he treat them all with love. Und dennoch hat er alle liebevoll behandelt. So obviously, das heißt, we have to be tolerant, not only tolerant, we have to be loving, which I think is much more than tolerant, with everyone, even if we know that they don't have the truth. Dass wir offensichtlich auch mit jedem tolerant sein sollen und noch mehr, wir sollen liebevoll ihnen gegenüber sein, auch wenn wir wissen, sie haben nicht die Wahrheit. I think that this, as the Americans say, is a no-brainer for a Christian. Und ich denke mal, das ist ein No-Brainer, wie man im Amerikanischen sagt. Also das ist selbstverständlich. Danke. Als ich jung war, habe ich, das ist ja schon eine Weile her, habe ich wirklich Angst vor Fragen gehabt. Ich kann mich noch gut erinnern. Ich habe immer gehofft, ich kriege nicht Fragen gestellt, wenn ich irgendwo was gemacht habe, was gesagt habe. Aber heute habe ich keine Angst mehr vor Fragen. Was will ich damit sagen? Ich begrüße es tatsächlich, wenn ich Menschen treffe, die Dinge anders sehen als ich, weil es für mich eine Herausforderung darstellt, über meine eigene Position neu nachzudenken, sie zu überprüfen, sie auch vielleicht zu hinterfragen und sie neu abzusichern für mich persönlich oder auch meine Position zu verändern. Mir hilft auch beim Nachdenken über Toleranz der Grundbegriff im Lateinischen. Es kommt ja von tollere, tragen. Und das heißt eigentlich, wenn ich tolerant bin, im wahrsten Sinn dieses Wortes, dann nehme ich den Standpunkt des anderen auf mich, als würde ich eine Last auferlegt bekommen. Und ich versuche damit zu arbeiten, versuche darüber nachzudenken, versuche mich hineinzudenken in den anderen, versuche ihn zu verstehen und versuche mit ihm darüber ins Gespräch zu kommen. Das Entscheidende ist natürlich immer, dass wir auch gewisse Toleranzgrenzen haben. Durch die Bibel sind sie vorgegeben. Wir müssen uns irgendwann einig werden, nehmen wir die Bibel, wie Bruder Kanale schon sagte, nehmen wir die Bibel wirklich als den Standard, als die Grundlage. Und da scheiden sich manchmal schon die Geister. Aber solange das unsere Grundlage ist, glaube ich, können wir es begrüßen, miteinander über unterschiedliche Standpunkte zu reden und dadurch zu einer hoffentlich größeren und tieferen Erkenntnis der Wahrheit zu kommen. Danke euch für diese wirklich anregenden Gedanken. Ich möchte noch zum Schluss ein paar Gedanken von meiner Seite zu dem anschließen, was wir gerade zum Schluss gesagt haben. Ist der Monotheismus tatsächlich inhärent, intolerant, ausgrenzend und zum Konflikt programmiert? Ich glaube nicht. Wenn wir uns polytheistische Religionen anschauen, dann müssen wir feststellen, auf der ganzen Welt, dass diese polytheistischen Religionen in keiner Weise friedliebender sind als monotheistische Religionen. Der Polytheismus ist sehr radikal und zum Teil auch sehr militant. Und auch in der biblischen Geschichte stellt ihr fest, dass die Völker Kanaans, die polytheistisch waren, keineswegs so tolerant waren, einfach den wahren Gott existieren zu lassen, sondern es wurde bekämpft und ausgegrenzt. Das ist die eine Sache, die wir nicht aus den Augen verlieren dürfen.
Die andere, die mit dem Stichwort Toleranz und Wahrheit und wie wir anderen Menschen begegnen zu tun hat, ist sicherlich die, dass Jesus Christus und die Bibel uns gelehrt hat, zu unterscheiden zwischen der Person und der Sache. Es gibt Personentoleranz, die unabdingbar ist, die Wertschätzung, die Achtung des anderen Menschen als Mensch und als Geschöpf Gottes in seiner Würde. Das andere ist die Sachtoleranz. Wenn wir in die Mathematik schauen und wir hätten einen Mathematiker unter uns, der sagt, 2 und 2 ist 5, dann können wir das tolerieren. Aber es wäre sehr unklug, einen solchen Menschen Brücken bauen zu lassen oder Häuser, wo von der Statik her richtig berechnet werden muss, dass die Sache hält. Wir respektieren, dass er eine Meinung hat, auch wenn sie falsch ist. Aber in der Sache stimmen wir nicht mit ihm überein. Und dass Jesus den Sünder liebt, aber die Sünde hasst, lebt uns vor, dass er differenziert hat zwischen Personentoleranz, der Liebe für den Menschen, aber differenziert hat, dass es in der Sache keine Toleranz geben kann. Und vielleicht hat Jesus uns hier ein klein wenig den Weg vorgezeichnet, dass wir die Wahrheit tatsächlich in Liebe verkünden und wie Alberto Tim gesagt hat, auch mit der dazugehörigen Demut und auch der Selbsterkenntnis, dass wir auch, jeder von uns, Vergebung bedarf und auf die Gnade Gottes angewiesen sind. In diesem Sinne danke ich euch für euer Zuhören. Ich danke euch für eure Beiträge und ich wünsche uns allen, dass wir diesen Sabbat unter Gottes Segen weiter noch erleben können.